In Myanmar ist die frühere de facto Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi nach Angaben der Militärregierung vom Gefängnis in den Hausarrest verlegt worden. Dies sei geschehen, um einen Hitzschlag zu vermeiden, teilte ein Sprecher der Militärregierung am Mittwoch mit. Auch andere ältere Gefangene seien aus diesem Grund in den Hausarrest überstellt worden. Suu Kyi ist 78 Jahre alt und seit dem Militärputsch vor über 3 Jahren in Gewahrsam. Das Militär in dem südostasiatischen Land hatte am 1. Februar 2021 geputscht und die demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Tausende Menschen wurden damals festgenommen, Hunderte durch die Sicherheitskräfte getötet. Myanmars Armee begründete die Absetzung der Regierung mit mutmaßlicher Fälschung bei der Parlamentswahl im November 2020, bei der Suu Kyis Partei Nationale Liga für Demokratie einen erdrutschartigen Sieg errungen hatte. Die Armee hatte den Ausnahmezustand zuletzt Ende Januar für ein weiteres halbes Jahr verlängert.